Na, knapp bei Kasse? Kein Problem, denn auch mit ganz, ganz kleinem Budget lassen sich tolle und stilvolle Outfits zusammenstellen. Wie das gehen kann, zeige ich dir jetzt. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Auf diesem Kanal dreht sich wie immer alles rund um Modestil und bewusstes Shopping. Ja, und eine meiner Lieblingschallenges ist es ja, in diversen Online-Shops nach Perlen zu suchen, also nach Teilen, die deutlich teurer aussehen, als sie eigentlich sind. Und dieses Mal habe ich mir den Online-Shop Rehoas vorgenommen. Da gibt es wirklich sehr viele schöne Teile mit einem großartigen Design, so ein bisschen im French Chic und auch mit Vintage-Vibes. Ich habe jetzt allerdings ausschließlich Teile bestellt, die entweder aus reiner Baumwolle sind oder aus einem Materialmix, in dem Baumwolle oder Viskose enthalten sind. Denn das sind Materialien, die einfach hochwertiger aussehen und auch länger halten. Einzige Ausnahme ist Kunstleder, also veganes Leder. Da habe ich auch ein sehr schönes Teil gefunden. Welches das ist und wie man Kunstleder gut pflegt, damit es lange hält, dazu kommen wir später. Schauen wir uns jetzt erstmal diesen gestreiften Cardigan an. Der besteht hauptsächlich aus Viskose, fühlt sich auch sehr angenehm an. Ich trage hier eine S. Ich würde aber sagen, dass der eher wie eine XS ausfällt. Also ich würde da auf jeden Fall eine Nummer größer empfehlen. Man kann so einen Cardigan super zu einer White-Leg-Hose kombinieren, weil er ja eher eng anliegender ist und dann eben von der Form einen schönen Kontrast bildet zur weiten Hose. Es lässt sich aber auch super einen Rock dazu kombinieren, aber dazu kommen wir später. Wenn du bei Rehoas etwas bestellen möchtest, dann nutze diesen Rabattcode, der hier unten eingeblendet ist. Mit dem bekommst du 20% Rabatt. Falls du eher auf der Suche bist nach einem locker fallenden Cardigan, dann schau dir diesen hier mal an. Auch das ist wirklich so ein Klassiker mit diesen Bretonstreifen und der erinnert mich sehr an einen, den ich mal bei Massimo Dutti gesehen habe. Nur der hier ist eben deutlich günstiger, obwohl die Materialzusammensetzung in diesem Fall deutlich besser ist, denn dieser Cardigan hier ist aus reiner Baumwolle. Aus reiner Baumwolle ist übrigens auch dieses Kleid hier. Es ist sehr sommerlich, ja, aber anders als zum Beispiel bei Leinen kann man so ein Baumwollkleid auch durchaus herbsttauglich machen. Es hat ja so eine schöne Lochstickerei und das bietet sich super an, um so ein Kleid eben auch mit Cowboystiefeln und einer Lederjacke zu kombinieren. Und selbst wenn dieses Kleid jetzt bei mir diesen Herbst noch nicht zum Einsatz kommt, weil es vielleicht doch zu kalt ist, es ist sehr zeitlos, es ist sehr klassisch, so dass man dieses Kleid über viele Jahre hinweg tragen kann, im Frühling, im Sommer oder eben vielleicht doch an einem warmen Herbsttag. So, kommen wir jetzt aber mal zu einem richtig herbstlichen Teil, nämlich zu diesem Rock hier. Ich trage ja normalerweise eher Echtleder, aber einige von euch haben mich nach einer veganen Alternative gefragt und das hier wäre eine sehr schöne Option. Der Rock ist klassisch geschnitten, also auch den kann man super in eine zeitlose Capsule Wardrobe integrieren. Voraussetzung ist natürlich die richtige Pflege. Synthetisches Leder sollte man möglichst mit einem Tuch regelmäßig reinigen und ganz wichtig auch vor dem ersten Tragen imprägnieren. Viele denken, ah ja gut, Imprägniersprays sind ja nur was für Echtleder, aber das stimmt nicht. Es gibt auch entsprechende Produkte für veganes, also synthetisches Leder und das schützt eben das Material und die Nähte und dadurch hält es eben auch länger. Wichtig ist auch, so einen Rock nicht zusammenzufalten oder gar zerknautscht in den Kleiderschrank zu legen, sondern man sollte ihn aufhängen, möglichst mit einem hochwertigen Bügel, der keine Druckstellen hinterlässt. Der Rock fällt passgenau aus, also ich habe meine übliche Größe bestellt, XS, und die passt ideal. Die transparente Bluse ist auch von Rehoas und ist aus reiner Baumwolle. Das Trägertop drunter gehört zur Bluse mit dazu. Übrigens, ganz wichtig bei Kleidungsstücken mit so einem Häkelmuster, niemals, niemals in der Waschmaschine waschen. Ganz egal, was es gekostet hat oder von welchem Hersteller das ist. Denn das Material verhakt sich in der Wäschetrommel oder mit anderen Teilen. Dadurch entstehen Löcher oder Fäden werden dadurch rausgezogen. Also solche Sachen immer nur per Hand waschen oder in die Reinigung geben.
Eine der schönsten Herbstfarben ist aus meiner Sicht so ein Dunkelgrün. Daher ist dieser Pulli ein perfektes Basic für die Herbst-Capsule-Wardrobe und ich trage hier eine Größe S, das ist die kleinste verfügbare Größe. Ich würde sagen, es fällt passgenau aus und der Pulli ist aus reiner Baumwolle, aber wegen dieser Perlenknöpfe würde ich ihn, glaube ich, nicht in der Waschmaschine waschen. Wenn, dann wirklich höchstens im Handwäschegang und mit kaltem Wasser. Zum Trocknen würde ich ihn nicht aufhängen, sondern eher flach ausgebreitet auf einem Handtuch trocknen lassen, damit er entsprechend nicht ausleiert. Diese Art der Pflege ist übrigens für die meisten Pullover empfehlenswert. So, und jetzt kommen wir mal zu meinem absoluten Favoriten aus dieser Bestellung, nämlich zu diesem Midi-Rock hier. Der hat wirklich Audrey Hepburn 50er Jahre Vibes und wirklich schön ist hier auch die Passform. Denn der Rock ist einlagig, also es gibt keinen Tüllbesatz unten drunter oder ähnliches und trotzdem fällt er so super schön. Das Besondere an diesem Rock ist auch seine Zeitlosigkeit, nicht nur in Bezug auf das Design, sondern eben auch auf die Jahreszeiten. Man kann diesen Rock wirklich zu jeder Jahreszeit das ganze Jahr übertragen. Das hier wäre eine herbstliche Variante mit Stiefeln zum Beispiel und dem Cardigan von vorhin. Für eine winterliche Version würde ich zu dem Rock einen warmen Rollkragenpullover kombinieren. Der hält nicht nur kuschelig warm, sondern lässt den Rock auch eben legerer und auch alltagstauglicher wirken. Übrigens, sämtliche Outfits aus diesem und weiteren Videos und auch weitere Outfits darüber hinaus gibt's auch nochmal auf meinem LTK-Profil. Für einen frühlingshaften oder sommerlichen Look würde ich so ein Shirt dazu kombinieren. Auch das ist von Rehoas und besteht aus einem Viskose-Mix. Und das Besondere bei diesem Teil hier ist dieser Kragen. Der hat nämlich ähnlich wie der Rock solche 50er-Jahre-Vibes. Ich habe hier von der Größe die S genommen. Die passt auch sehr gut, finde ich. Aber falls du in Sachen Größen unsicher bist, würde ich eher eine Nummer größer empfehlen. Auch dieses Top ist von Rehoas. Es besteht hauptsächlich aus Viskose und fühlt sich sehr wertig an. Man kann es im Sommer so mit diesem Rock tragen oder es auch als Basic-Oberteil zum Drunterziehen nutzen, zum Beispiel unter einem Blazer. Da der Ausschnitt nicht tief ist, eignet es sich auch super für Business-Looks. Übrigens ein sehr schönes Basic-Top ist auch dieses hier. Das ist auch aus einem Viskose-Mix und hat eben so einen tollen Ausschnitt. Der kommt vor allem so in der Kombination mit Blazern sehr schön zur Geltung. Wenn man dieses Top aber mit dem Rock kombiniert, dann wirkt das Ganze wie ein Cocktailkleid. Und dann erinnert es mich sehr an ein Kleid, das Audrey Hepburn in dem Film Funny Face getragen hatte. Outfits im klassischen Stil sind immer eine gute Wahl und welche Klassiker diese Saison im Trend sind, das zeige ich dir in diesem Video hier. Tja, und jetzt vergiss auf keinen Fall diesen Kanal zu abonnieren, falls du es nicht schon gemacht hast. Dann sehen wir uns bald wieder. Bis dahin, mach's gut!